Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Mittlerweile befinden wir uns im 16. Teil und im letzten Part verbrachten wir die Zeit damit, diesen Oktopusmenschen zu finden. Was ganz falsch. Wir sind hier ganz falsch, aha. Achso, Moment. Wir sind hier aus diesem Fischmaul herausgekommen. Wissen tue ich aber nicht, ob hier noch etwas irgendwo verborgen ist. Aber eine schöne Aussicht nach oben. Und das können wir schon mal festhalten. Was ist das denn hier? Oh, gar nichts. Moment, hier war etwas eingezeichnet, dass ich hier irgendwo eine Schnauze verbergen mag. Moment, die Schnauze ist hier irgendwo. Ich habe sie gerade auch gehört. Schnauze, ich werde dich noch finden. Moment, vielleicht ist sie auch nur hier unten. Moment, hier können wir erstmal was zerschlagen. Zack. Dann haben wir eine Flasche, die wir aufsammeln können. Und hier haben wir noch so einen Schleimi. Na komm. Ach, Waffe wechseln, dann geht das ein bisschen besser. So. Dann wollen wir mal die Schnauze noch aufspüren. Wo auch immer sie sein mag. Hier ist sie schon mal nicht. Da haben wir diesen Fisch. Wo haben wir jetzt dich, liebe Schnauze? Moment. Jetzt aber, komm hier hoch. So ist's. Ach, da drüben. Alles klar. Dann drücken wir mal Taste T und mit der rechten Maustaste pfeffern wir der Nase 1. So schaut's doch gut aus. Also, was bekommen wir jetzt? Oh, sehr schön. Also, einen schönen Korb voller Goldzähne. Na, das ist doch mal ein Willkommensgeschenk. Haben wir ansonsten hier noch etwas zu verzeichnen oder zu entdecken? Ach komm, wir springen mal zum Fisch rüber. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Okay, dann wollen wir mal mit total schiefer Stimme diese Dinger da entstopfen. Oder so ähnlich. Naja gut. Also mit meiner Stimme kann ich denen gleich tun. War ja nur mein Experiment, ob ich hier hochkomme, aber nein. Da falle ich einfach durch. Hier gibt's auch nichts weiter. Okay, dann müssen wir mal diese Teile hier vom verstopfenden Material befreien. Mhm. Ihr seht, was ich sehe. Ja, ihr seht ganz recht, was ich gesehen habe. Na gut, sei es drum. Wir haben ja jetzt unser Steckenpferd. Da können wir wohl auch die Defensive dieses lustigen Monsters durchbrechen. Hoffe ich zumindest. So, das sind erstmal noch die Kleinen hier. Das ist ja nicht weiter das Problem. Zack, lieber Fisch, das war es für dich. Na, hier von der Seite schräg anmachen. Das gibt's aber nicht. So, und ich hole dich da mal wieder aus der Versenkung vor. Zack. Nimm dies. Ah, ne, Waffe wechseln. So. Du nimmst jetzt das hier. So einfach geht das. Und zack. Das sei es auch für dich gewesen. Ach, da haben wir noch einen Fisch. Na, der ist schnell vom Tisch. Oder auch nicht. Aua. Nimm. Dies. Komm. Komm. So. Jetzt habe ich dich im Target, dann hast du jetzt keine wirklichen Chancen. Dich habe ich jetzt auch im Visier. Also, komm da raus. Schnell die Waffe wechseln. Aber das ist cool, dass man im Kampf sehr dynamisch die Waffen wechseln kann. Moment, das war's doch noch nicht. Mhm. Na, das sieht doch einladend aus. Okay. Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt, bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Dessen bin ich mir ebenfalls so sicher. Deswegen gehe ich jetzt in den nächsten Raum hinein.
Naja, gut. Das wird der. Ich glaube, dass es ein Gesangspart wird. Und deswegen werde ich jetzt hier singen. Und die Taste C drücken, um das aus dem schmottrigen Zeug zu befreien, so dass gute Töne wieder rauskommen sollen. Oho, der Krabben, Gegner und das. Er hat mich trotzdem verfehlt. Deswegen werde ich diesen Part lang singen, einfach weil es Spaß macht. Und ich dadurch alle Erzählungen in die Länge ziehen kann. Ach ja, die Uhrwerkbombe lenkt den Gegner ab. Na sehr schön, darum kann ich mich besser auf die anderen Gegner konzentrieren. Also, ihr merkt wahrscheinlich, ich habe einen richtigen Rat ab. Aber bei dieser Musik kann ich einfach nur singen. Was mir aber auch gelingen möge, hoffe ich zumindest, wenn ich hier einfach mal so dichte und ich die Gegner zerstöre, um dass sie dem Erdboden gleich sind. Leider habe ich noch ein paar Texthänger, aber das denke ich ergibt sich in der Übung. Deswegen werde ich munter weiter singen und den Schirm zur Verteidigung anwenden. Aber leider war das zu früh. Jetzt aber sollte es gelingen und mit dem Steckenpferd sollte mir das Ableben dessen leider nicht gelingen. Okay. Lassen wir das Ganze, aber ich denke mal, das war eine nette Einlage für zwischendurch. Du sollst mich endlich beschießen. So kann man auch ausweichen irgendwie. Ich sollte dich natürlich ins Ziel nehmen. So, komm. Jetzt schieß mich doch endlich an. Jetzt aber. Genau, jetzt in deiner Richtung und da solltest du dein Ableben leider noch nicht leisten, aber ich weich dir aus. Und das ist der Gesangspart, einfach weil ich es kann und es mir Freude macht, den Gegner zu bezwingen, soll es aber leider nicht recht gelingen. Deshalb Hysterie-Modus, um ihn es zu zeigen. In der Hoffnung, dass er nun stirbt, dieser lästige Gegner. Oh, ein paar Rosen und ein Speicherpunkt, so dass ich jetzt dieses Instrument aus seinen Klauen befreie. Na gut, dann gehen wir in den dritten Raum hinein, um das Orchester zu komplettieren. Wollen wir den Schritt riskieren? Also hinein hier. Oh, das schreit nach Gegnerhorden und nach lästigen Gegnern. Das will mir schier missfallen. Oha, fast wäre ich eingefroren. Und gleichzeitig muss ich mich auf die Gegner hinten konzentrieren. Und dabei noch singen. Wird es mir gelingen, Gegnerglieder zu strecken im Hysterie-Modus? Ich werde mich erstmal um euch kümmern und mal schnell ausweichen. Und du wirst bald von der Stelle weichen. Oh, Gefahr droht von allen Seiten. Drum muss ich schnell vorwegschreiten. Oh nein, Ableben geleistet.
Und fortfahren möchte ich natürlich, also mache ich dies jetzt auch. Irgendwie habe ich gerade Spaß daran, muss ich zugeben. Vielleicht andere nicht unbedingt, aber sei es drum. Ach ja, hier ward der letzte Speicherpunkt gesetzt. Na dann, zerschlagen wir das nochmal. Das kennen wir ja bereits. Das kann ich jetzt mal getrost überspringen. Okay, Aufnahme läuft. Also muss ich... Ja, das weiß ich da. Deswegen kann ich meine Stimme auch so schräg verstellen. Und ich glaube, ihr habt einen Hörsturz. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und Gegnerscharen kennen wir schon zu Genüge. So, das ist doch fast ist ein Vergnüge, mich mit euch rumzustreiten. Und den Hysterie-Modus. Warum habe ich keine weiteren Rosen? Oh doch, ich hab doch welche. Oh, Moment, da ist noch einer. Weg da. Weg da. Und einfach... Hilfe. Weg, 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 weg. Und die Verteidigung durchbrechen. Denn da sind deine Schwächen. Und einfach mal drauf hier. Sodass du bald dein Ableben leisten wirst. Es wird zwar lange dauern, doch du wirst in der Ecke kauern. Hoffe ich zumindest. Na komm jetzt, lieber Gegner. Ich werde dich mal bezwingen. Mit den Schirmchen. Ich baue zwar keine Türmchen, aber das ist egal. Ich werde dir mal ausweichen. Nochmal schnell weg von hier. Und dem Hysterie-Modus, um dich niederzustrecken. Yippie-ay-yay. Der nächste Speicherpunkt ist also erreicht. Also, mit dem Hysterie-Modus ist das um ein Vielfaches einfacher. Oh. Sieht aus wie ein Cello oder sowas. Ja, komm. Befreien wir das. Es gibt ein Problem. Ich finde alles schon für die Noten. Aber nicht die Gewalt. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Bist du bereit? Ja, natürlich bin ich das. Ach du Hilfe. Ups. Du scheinst deinen Rhythmus verloren zu haben. Ach ja, diese schwierige Gabe. Ach du Hilfe. Immer wieder treffen. Moment. Ich habe doch gedrückt. Warum warst du nicht entzückt? Ich hab doch eigentlich in diese Richtung gedrückt. Also. Ich drück doch hier die Taste nach links. Was ist denn hier die Taste nach links? Moment. Das geht aber auch nicht. Also, nochmal. Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich. Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Moment, Moment, das wollte ich eigentlich nicht. Moment, wir gehen nochmal zurück. Wo war der letzte Speicherpunkt? Ich hoffe, der ist davor. Weil ich das schließlich schaffen möchte. Also Spiel fortsetzen. Denn irgendwie verstehe ich nicht, warum die Taste nach links nicht funktioniert hat. Okay, sehr schön. Ich will das schaffen. Nun gut. Ja, das kennen wir bereits. Es gibt ein Problem. Ich finde alles schön für die Noten, aber eine Spielgewalt. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Auf ein neues. Er ist leicht. Also, bist du bereit? Natürlich.
Taste reagiert einfach nicht. Moment, kann ich das wenigstens hier mitmachen? Meine Pfeiltasten ganz normal? Geht doch. Hoch, hoch, rechts, runter, links, rechts, rechts. Hoch, runter, hoch. Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich. Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit. Na gut, dann wollen wir die Neuigkeit verkünden. Aber davor noch dieses Gebiet erkunden. Denn wir wissen ja nicht, oh welch Wicht, was hier auf uns wartet oder hier lauert. Was schon hat seine Zeiten überdauert. Ach ja, hier war ja noch eine Flasche. Sacken wir ein in unsere Tasche. Gut, vielleicht wird es einige nerven. Ich muss aber wirklich zugeben, dass ich Freude daran habe. Und aufgrund des Trommelklangs, naja, habe ich auch so meine Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Trommeln doch irgendwie sehr viel Spaß macht. Da haben wir etwas... Moment. Habe ich irgendwas anderes noch gehört? Nein, sieht nicht so aus. Und außerdem sage ich mir immer, man muss sich ja irgendwie... Nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nein, es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Ja, sehr schön. Genau, genau. Irgendwann bin ich mit denen vereint. Alles klar. Was für eine tolle Aussage. Ach so, Moment. Ich habe mich ja noch nicht ganz korrekt umgeschaut. Aber scheint in diese Richtung weiterzugehen. Also machen wir das mal ganz einfach. So. Da haben wir was, was zerstört werden kann. Mhm. Ah, diese Dinge können doch bestimmt auch zerstört werden. Na sicher doch. Und das hier aber auch, komm. Kätzchen. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Wenn man sie wach bekommt, ja, das schaffen wir schon irgendwie. Schnell durch hier. Rüms, was haben wir denn hier noch Schönes? Ui, da lauert wohl ein weiteres Rätsel auf uns. Aber zunächst einmal, Schrumpf sind in der Pflanze. Ja, so sieht's aus. Und das dauert natürlich erstmal ein Weilchen. Naja gut, soll ja auch nicht zu schnell vonstatten gehen. Aber sei es drum. Währenddessen hoffe ich inständig, dass euch dieser Gesang doch nicht abgeschreckt hat. Es macht mir einfach Spaß, mal spontan mich der Situation anzupassen. Und ich denke mal, dass das ja auch irgendwo einen gewissen Reiz ausmacht. Auch wenn ich mich vielleicht aufgrund der schrägen Töne dessen angepasst habe. Aber naja, so geht das halt. Oh, ein Speicherpunkt. Na, umso schöner. Ja, spazieren wir doch mal hinein. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Ach, das mit der Leertaste ist dämlich. Oh! Oh, das ist ja genial. Yippie-yay! Hier eine Passage. Man sieht zwar alles ganz schön schlecht, aber das ist ja auch egal. Oh, jetzt hat es auch mal gehangen wie beim Cupcake-Kätzchen. Ah, das macht Spaß. Das macht Laune. Yippie-yay! Es ist nur leicht unüberschaubar, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ah, die schießen jetzt auch von diesen Richtungen aus. Na, sehr schön. Soll mir recht sein. So, ihr bekommt mal sowas ab. Und nochmal. Das macht die Sache doch ein bisschen einfacher. Ja, Röms. Ratatatateng. Oh, da wackelt ja der ganze Bildschirm, auch wenn ich schon zwei Hits kassiert habe. Das ist aber nicht weiter schlimm. Aber genauso rumpelt es auch in meinen Ohren gerade. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So, sorgen wir mal ein bisschen für Action. Na komm, zieh von dannen. Muss ich hier jetzt eine bestimmte Punktzahl schaffen oder wie sieht das jetzt hier aus? Das ist ja schon ein bisschen Multitasking hier. Muss ich zugeben.
Und im Nachhinein sage ich mir, wie oft wurde ich denn sinnloserweise getroffen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache, die Szene hier macht Spaß. Und das macht sie gerade, weil das eine wirklich sehr willkommene Abwechslung darstellt. Oh, jetzt machen wir hier mal alles nieder. Rapatapateng oder so. Ich habe aber auch heute komische Wortneuschöpfungen. Naja, sei es drum. Ach, das war's schon? Korrekt, Fräulein. Ja, das tut mir leid, dass ich, wie gesagt, diese Szenerie übersprungen habe, aber genial, diese Szene. Yippie-yay, mal die Rose rot an. Ach so, jetzt kommen wir ja wieder nach draußen. Hat so ein bisschen was von Zelda immer, also vier Teile zu finden, um das letzte zu komplettieren. Haben wir also diesen Bereich auch abgeschlossen, sehr schön. Und umso schöner, dass ich diesen auch entdeckt habe. Dort müssen wir weiter. Da hatten wir eine Pflanze. Und dort führt es uns in den Tod wahrscheinlich. Umsonst... Hat es gerade gewirrt? Das ist ja genial. Ein sehr, sehr schönes Detail, muss ich dazu sagen. Aber wir wollen doch mal bei unseren Waffen nachschauen. Wie viele... Wir haben 729. Das Steckenpferd können wir aufrüsten. Aber wir haben auch noch eine letzte Waffe. Die haben wir aber noch nicht bekommen. Ach, wir warten einfach mal. Wir warten ganz einfach mal. Oh. Was ist jetzt los? Der Tod, der lauert auf uns. Aua, die können ja... Ah, die könnt ihr sogar nach oben schießen. Na, wenn ihr das so haben wollt, dann kriegt ihr es auch so. So, das hast du davon. Und jetzt, komm, nimm dies. Ah, weg, 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 weg. Das ist aber auch... das war Glück. Glück im Unglück, da ich dem ausgewichen bin. Na komm, 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 komm. So, jetzt komme ich auf dich zu und du darfst was erleben und schnell ausweichen. Das war nicht so günstig. Achso, das wird er nicht viel ausrichten können. Oh. Das kann er wirklich nicht viel ausrichten. Na komm. Oh, das war aber nochmal Glück im Unglück. Muss ich ja dazu sagen. Vielleicht sollte ich erstmal diesen Haut drauf in der Nähe niederstrecken. Um diesen Kanonenschüssen auszuweichen. Komm, durchbricht den Panzer jetzt. Ah, sehr schön. Wir haben eine Rose. Okay, der andere will auch noch was von mir. Auch wenn ich nicht direkt im Ziel habe, ist ja egal. Schnell durch hier, weg. Okay, da muss man doch ein bisschen vorsichtiger agieren. Jetzt. Ah, sehr schön. Ach, das bringt mir hier nur gerade nichts, weil ich hier im Eck gefangen war. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Komm. Schnell hier draufhauen und die Panzerung durchbrechen. Zumindest so ein bisschen. Jetzt komm. Ja, das dachtest du dir wohl, wa? Ja, ja, wenn ich mich um den anderen kümmere, dass du mich heimlich angreifen kannst. Na, da hast du die Rechnung aber ohne mich gemacht, mein Freund. Schnell ausweichen. Sehr schön. Und rams und hau drauf hier. Ah, dieser Part, der ist ja wirklich sehr actiongeladen. Nach so viel Gesangseinlagen war das auch mal nötig. Genau, hau drauf, damit es funktioniert. Ja, das hast du davon. Und rums, hau dich um. Okay, na komm ruhig näher. Ich hab das stärkere Pferd. Ich hab mehr Pferdestärke, verstehst du? Ach so, das ist das Bett. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. Ja, das geht es. Oh, dann könnten wir ja die Show, diese Folge, noch erleben. Aber ich möchte noch... Moment, ist das jetzt verschwunden? Wenn, dann wäre das richtig gemein. Wir haben auf jeden Fall einen Speicherpunkt erreicht. Nein, es ist nicht verschwunden und wir sammeln es auf, bevor es das tun sollte. Gut, was haben wir denn hier noch Schönes zu entdecken? Moment. Eine Pflanze und Zähne. Rums? Wo ist denn die Pflanze, die mir hier versprochen wurde?
Hey, ich will mein Geld zurück. Die haben mir hier eine Pflanze versprochen. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ein Ding. Naja. Auf jeden Fall werde ich mich nochmal ein bisschen hier umsehen. Da gibt es hier noch was Zerstörbares. Scheint aber nicht so zu sein. Nein, von dort komme ich. Also die drei Ratten... Quatsch, die drei Krabben hatte ich dann auch niedergestreckt. Sehr schön. Können wir hier aufs Bett drauf? Ja, das bringt nur gerade nichts. Naja, ist egal. Also werde ich mal hier nach oben springen. Ja, doch. In meiner Stimme ist immer noch dieser leichte Gesang zu hören, aber gut, was soll's. Das ist einfach mal der Gesangspart. So nenne ich das, der Gesangspart. In welchem ich mich am Gesang versuchte und mich der Zuschauer wohl verfluchte. Halt, umgucken. Dort geht es in eine gewisse Richtung, mhm. Ach so, ich kann ja nirgendwo anders lang, wie es aussieht. Na, Moment. Nö, hier ist schon mal nichts zu machen. Ich finde dieses Wiehern des Pferdes richtig lustig. Also, wie gesagt, in diesem Spiel haben die sehr schöne Detailarbeit geleistet. Ach so, ich sehe schon. Das ist einfach nur eine kühne Sprungpassage. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Da haben wir sehr viel Abwechslung in diesem Part gehabt. Oder besser gesagt, sehr viel Variation. Wir haben einmal mich singen hören. Wir haben viel Gesang drinne gehabt und viel Melodisches. Kampf-Action und jetzt haben wir noch Geschicklichkeit drin. Mensch, was will man mehr? Das ist ja besser als jede Kinderüberraschung. Oder so. Natürlich springe ich daneben. Also das mit um die Ecken springen, das sollte ich mal noch üben. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich habe nämlich in die falsche Richtung geguckt. Also muss ich versuchen, hier rüber zu schweben, um da drauf zu landen, wo wir uns fanden. Gott, bin ich in diesem Part lyrisch. Oh, Moment. Achso, das ist ein weiterer Hinweis sozusagen. Was für dieses rote Schwabbelding da auf der rechten Seite, das ist doch eh nichts. Das wird mir ja nicht mal im Ansatz, zumindest bisweilen, gefährlich. Na gut, aber hier kommt ein Kampf. Ein krampfhafter Kampf. Nein? Spiel, du enttäuschst mich ja gerade. Siehst du, eine Enttäuschung haben wir auch. Nein, das natürlich nicht. Man muss ja auch nicht an jeder Ecke irgendwelche Kampfsequenzen einpflastern. Das war knapp. Was muss ich denn jetzt machen? Darüber kann ich auf jeden Fall. Das können wir auch festhalten. Also muss ich darauf, um darüber zu kommen? Ja, ich muss hier in den Auftrieb. Ja doch, so sieht's schick aus. Yay, yippie-yay, solche Sprungpassagen finde ich wunderschön. Was war das denn? Na gut, kümmern wir uns nicht darum, wir kümmern uns eher darum, dass es hier noch etwas zu entdecken gibt, nämlich etliche Goldzähne. Oh, wirklich sehr viele. Umso schöner. Dazu bedarf es nicht mal einen Döner. Achso, dieses Getier ist da stecken geblieben. Diese Qualle. Yay, und hüpf hinauf, hier sind wir schon wieder. Wo muss ich denn jetzt am besten lang? Das sagt mir wahrscheinlich der Story-Strang. Ach ja. Was denn das? Okay, man kann eine einfache Sache auch sehr stark kompliziert machen. Also, wir sollten mehr auf Simplizismus legen, anstatt auf Komplizitismus oder so. Falls es das Wort überhaupt gibt. Moment. Ah, okay. Hier haben wir doch schon mal was entdeckt. Sehr schön. Oh, da drüben gibt es auch noch was. Ach du Hilfe. Was gibt's denn hier noch für Verstecke? Und warum habe ich die dann noch nicht gesehen? Naja, warum habe ich die nicht gesehen? Die Frage erklärt sich ja wohl von selbst. Ich möchte aber erstmal hier rüber gucken. Also Schrumpfsinn. Ahoi. Oh, das hat noch ganz gut geklappt. Also hier rüber.
Da versteckt sich doch natürlich ein Schlüssellöchlein. Alles Klärchen. Wunderbärchen. Also guck mal hier auch schnell hinein. Kommen hier am Ende heraus. Und es erwartet uns ein bunter Blumenstrauß? Nein. Oder ist das der reguläre Weg? Das kann ich mir aber auch beileibe nicht vorstellen. Nein. Das alles und noch viel mehr für eine Erinnerung. Schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Aber fast nichts ist einzigartig, Elvis. Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. So, so. Halten wir das also fest. Schaffe ich das darüber? Bestimmt. Also. Geronimo! Und einmal geht noch. Na super. Das hat wunderbar geklappt. Deswegen möchte ich mich darauf konzentrieren, noch diese Plattform da oben zu erreichen. Weil ich gerne wissen möchte, was sich dort befindet. Also. Richten wir Alice aus. Ich müsste wieder darüber kommen, denke ich mal. Ja, das sollte schaffbar sein. Da habe ich schon wieder zu eilig gedrückt, muss ich sagen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ach ja, hier bin ich. Alles klar. Na dann. Hier lang. Hier rauf und hier rüber. Weil ich ja das alles eingesammelt habe. Sehr schön. Deswegen möchte ich noch wissen, was dort oben ist. Also, schaffe ich es denn? Ja, es wird schwierig. Deswegen. Mhm. Jetzt nur wieder drauf landen. Und noch einmal. Geht. Wunderbar. Wunderbar, Herr Kommissar. Nicht alles klar, Herr Kommissar, sondern mal wunderbar, Herr Kommissar. Was habe ich dann aber, wenn ich hier oben bin? Moment. Schnäuzchen, Schnäuzchen. Wo versteckst du dich? Dort, drüben, habe ich dich doch noch entdeckt. Sehr schön. Du entgehst meinem Auge nicht? Du Nasenwicht? Oh, eine weitere Plattform ist erschienen. Ach, ich finde dieses Wunderland schon sehr strange, aber auch sehr schön, muss ich sagen. Es ist halt ein tolles Spiel, was die Entwickler hier geschaffen haben. Wenn wir mal von einigen kleinen Bugs absehen. Aber gut, daran lässt sich halt nicht rütteln. So ist das nun mal. Drüben angekommen muss ich... Moment. Ich komme von dort, also muss ich dort rüber. Also rauf hier. Dann darüber. Na, das schaffen wir. Na locker und na logo. Die Pflanzen sollten wir natürlich mitnehmen, auch wenn wir volle Energie haben. Denn wir haben ja gerade gesehen, dass es da noch Zähnchen gibt. Und wer das Zähnchen nicht ehrt, ist des Goldzahns überhaupt nicht wert. Deswegen und genau deswegen und nur deswegen sammle ich die auch auf. Gut, diesen Bereich haben wir also abgeschlossen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Zu einem weiteren Bett. Mhm. Ein weiteres Bett. Mit Kämpfen. Ah, schnell die Waffe wechseln. Komm. Hier weiche ich aus. Komm. Sehr schön. Dich nehmen wir mal ins Target. Komm. Schmeiß mal deine Technik an hier. Leider kann ich da die Gegner nicht mit besiegen, aber... Alice, ich habe eigentlich in die andere Richtung gedrückt. Na komm, wir wechseln mal schnell das Ziel. Natürlich! Man könnte ja auch das Ziel anvisieren, was vor einem liegt, aber nein. Ich visiere doch lieber das 3 Kilometer weit entfernte Ziel an, um erstmal schnell diese kleinen Wichte zu besiegen. Ah, diese Trommelmusik finde ich da so schön. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass sie mich sehr an Adele erinnert. Adele mit Rolling in the Deep. Hier weiche ich nicht aus. Naja, ist egal. Komm. Ach so. Jetzt hast du das doch nicht gemacht, wie ich es wollte. Naja, komm. Dann zünde mal deinen Stoff hier. Und rauf. Und nochmal. Und zurück. Den strategischen Rückzug antreten. So. Alle Krabben an die Kanonen. So hieß der Titel des letzten Parts.
wird hier nochmal aufgegriffen, um als Beiwerk, um als schmückendes Beiwerk zu verwenden. Na komm, und fall um, du Fallobst. Oder du Fallkrabbe. Da haben wir also den zweiten Charakter aus dem Schlaf geholt. Wir brauchen noch den Star. Den Star. Den Star. Ihr braucht den Star. Naja. Werde ich auch sehr gerne holen. Bloß nicht in dieser Folge mehr. Und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Und bedanke mich auf jeden Fall bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Alice Madness Returns. Also bis zum nächsten Mal. Euer The Friend Scene.